Mi nombre es Felipe Antonio Ustate Pérez. Mein Name ist Felipe Antonio Ustate Pérez. Ich bin in Manantial geboren. Ich bin in Manantial aufgewachsen und ich habe Manantial, sagen wir mal, verlassen. Die Bevölkerung von Manantial war die erste, die durch die Cerrejón-Kohleförderung im April 1985 vertrieben und zerstört wurde. Heute haben wir kein Land mehr. Das Einzige, was die Regierung uns gegeben hat, ist Misshandlung und Missbrauch. Sie haben uns ins Gefängnis gesteckt. Außerdem diffamieren sie uns und sagen, dass wir Diebe sind, dass wir Räuber sind, weil einige meiner Landsleute aus Not einen Weg zum Überleben finden mussten. Und da sie das Gebiet kennen, auf dem der Tagebau stattfindet, haben sie es geschafft, zu Fuß dort einzusteigen. Einige von ihnen wurden getötet, nur weil sie auf der Müllhalde nach Abfällen aus dem Tagebau gesucht haben. Sie wurden gesucht und sobald man sie gefunden hatte, wurden sie ins Gefängnis gesteckt, getötet und viele weitere Dinge wurden ihnen angetan. Unsere Toten ruhen nicht in Frieden. Intercor und der kolumbianische Staat haben unseren Friedhof geschändet. Die Leichen wurden mehr als zweimal begraben. Sie sind auf dem Friedhof entweiht worden. Sie haben sie mit Schaufeln, Baggern und den ganzen Bergbauwerkzeugen ausgegraben und von einem Ort zum anderen gebracht. Das hat der Gemeinschaft moralischen Schaden zugefügt. Für uns ist es Tradition, die verstorbenen Verwandten jedes Jahr am 2. November zu besuchen. Heute geht das nicht mehr, weil wir keinen Zugang zu diesen Orten haben oder es sie gar nicht mehr gibt. Das ist ein Teil der Belohnung oder des Vorteils, den Cerrejón uns gebracht hat. Und deshalb fühlen wir uns von der kolumbianischen Regierung völlig vergessen und verachtet. Sie haben uns nicht geholfen. Sie haben nicht mit uns zusammengearbeitet. Wir haben sie angefleht. Wir haben uns bemerkbar gemacht und ihnen viele Forderungen gestellt. Und immer wieder nur Gewalt bekommen. Wie zuletzt in Roche, wo die Spezialeinheit ESMAD, mobile Aufstandsbekämpfungseinheit, vom kolumbianischen Staat zu den Bauern geschickt wurde. Sie haben sie beleidigt und die Frauen misshandelt und gedemütigt. Für uns gibt es keine Lösungen und keine Hoffnung auf Leben. Wir warten nur auf den Tod. Das ist das Einzige, was uns die Kohleförderung von Cerrejón in La Guajira gebracht hat. Besonders den Gemeinden Barrancas, Hato Nuevo und Albania. Aber wir haben dieses wohl nicht mehr. Und wenn Sie mit diesen Menschen solidarisch sind und ihre Rechte als Menschen anerkennen, dann sage ich Ihnen, dass die Kohle von hier mit menschlichem Blut verseucht ist. Sie ist nicht sauber, weil sie das Land dafür mit Drohungen, Angst und Schrecken an sich genommen haben. Genau wie sie dann bei der Durchführung des Projektes, bei der Förderung des Rohstoffs, die Rechte der Arbeiter verletzt haben. Manche müssen 15 oder 20 Stunden am Tag arbeiten, um zu überleben, um sich am Leben halten zu können. Para poder, digamos, sobrevivir o subsistir. Para Alemania y para el mundo, sobre todo, todas estas empresas que están consumiendo el carbón. Nun, für Deutschland und für die ganze Welt, besonders für all die Unternehmen, die Kohle von Cerrejón kaufen. Ich kann Ihnen sagen, dass das eine blutige Kohle ist. Daran klebt das Blut von Menschen, die versucht haben zu leben, zu überleben.